Dieses Fahrrad wird die Welt verändern. Zumindest sagen das die Erfinder dieses unglaublichen Zweirades. Es ist komplett aus Pappe hergestellt. Und das hier ist der Macher, Isra Gafni, der sich auf das Handwerk mit leichtem Material spezialisiert hat. Das Fahrrad ist aus 100% recycelbarem Material hergestellt und wiegt gerade mal 9 Kilo. Doch es ist der Preis, der seine Geschäftspartner fasziniert. Dieses Fahrrad ist aus 95% recycelbarer Pappe gebaut. Das ist der günstigste Rohstoff, den man in so ziemlich jedem Land bekommen kann. Der Rest besteht aus recycelten Autoreifen und eingeschmolzenen Flaschen. Also 100% recycelbares Material. Und der Preis für das Material beträgt nur 9 Dollar. Die Pappe wird außerdem mit einer geheimen Mischung behandelt, die es ermöglicht, das Fahrrad zugleich feuer- und wasserfest zu machen. Nimrod ist sich sicher, dass dieses Fahrrad bald alle anderen Arten von Fahrrädern ersetzen wird. Ich weiß, dass die Lebensdauer eines herkömmlichen Fahrrades maximal 5 Jahre beträgt. Also kann ich in den nächsten 5 Jahren sämtliche Fahrräder ersetzen, denn mein Fahrrad ist günstiger, schneller, stärker und ökologisch. Wenn Nimrod wirklich bald bescheidene 100% des Fahrradmarktes kontrollieren möchte, dann muss er und sein Team jetzt aber langsam loslegen und Millionen Fahrräder herstellen. Wir sind gespannt.